Aufgeben ist keine Option. Herzlich willkommen zu Teil 2. Im letzten Video habe ich dir ja die ersten 10 Gründe genannt, warum die meisten Menschen im Network Marketing scheitern. Jetzt geht es weiter mit den nächsten Gründen und im Anschluss werde ich dir dann natürlich auch noch die 17 Punkte verraten, die dich zu den Gewinnern gehören lassen. Grund Nummer 11. Lass uns da gleich einsteigen. Diese Menschen bleiben in ihrer Komfortzone. Ja, also Gewinner tun Dinge, die Verlierer niemals tun würden. Ja, und zwar egal, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, ob ihnen danach ist oder nicht. Die tun es ja einfach. Ja, und die Menschen, die scheitern, die haben in der Regel so ein Programm in sich laufen. Dass ihnen immer dann, wenn zum Beispiel eine Sache neu ist oder wenn eine Sache schwierig ist, wenn eine Sache Mut erfordert, ihnen dann quasi so sagt, ist so ein kleines Stimmchen, dass sie es doch lieber lassen sollen. Es geht ja eigentlich auch so ganz gut genug. Und wer weiß, wo das Ganze hinführt. Zum Schluss funktioniert es gar nicht und so weiter und so fort. Vielleicht ja, hast du diese inneren Dialoge auch schon mal kennenlernen dürfen. Ich für meinen Teil kenne diese Dialoge, habe da auch lange gebraucht, bis ich mit denen damals einen Umgang gefunden habe. Aber ich kann dir nur empfehlen, dass du diesen Weg gehst, ja, und dich von diesen inneren Stimmen nicht abhalten lässt, deine Ziele zu verwirklichen. Weil früher, als wir noch so Jäger und Sammler waren, ja, als wir noch in Höhlen lebten, als es noch die Säbelzahntiger gab und so weiter, ja, da brauchten wir solche Programme, die uns vor Gefahr schützten einfach, ja, die haben unser Überleben sichergestellt und immer wenn so eine Gefahr drohte, dann kam so aus unserem Unterbewusstsein halt eben so der Instinkt hoch, schnell zu laufen oder halt eben in den Angriff überzugehen und das hat eben halt einfach, beziehungsweise der Einsatz dieser Programme, der hat uns halt sehr stark geholfen, ja, um zu überleben, ja. Die Programme sind ja in jedem von uns angelegt, jeder hat die, aber glücklicherweise geht es ja im Network Marketing nicht um Leben und Tod, ja. Und hier ist es so, dass genau diese Programme aber trotzdem zum Laufen kommen, wenn uns neue Dinge bevorstehen, wenn wir Dinge zum ersten Mal tun. Wenn wir uns nicht sicher sind, wenn wir Angst davor haben, gewisse Aktivitäten umzusetzen oder was auch immer, ja. Und diese Programme, die können und die werden uns daran hindern, ja, unsere Ziele zu erreichen, ja. Ich kenne zum Beispiel auch niemanden, der jetzt gern ein Nein von einer anderen Person hört. Ich habe da kein Interesse, was du machst, finde ich nicht so toll. Da kenne ich jetzt niemanden, der da richtig drauf abfährt. Ja, nichtsdestotrotz ist das eine Realität, der wir uns einfach stellen müssen, weil nicht jeder oder nicht jedem wird gefallen, was du oder was ich tue. Ja. Gewinner im Network Marketing, die wissen das, ja, und die wissen auch, dass genau diese Sache einfach eine ganz normale Geschichte ist, dass das einfach normal ist, ja, dass es die Stimme in uns drin gibt, ja, und sie wissen aber auch, dass genau dann der Zeitpunkt ist, um zu handeln, ja, wenn die Stimme in uns sagt, tu es nicht, ja, dann wird die auf Dauer nur dann verstummen oder kleiner werden, wenn wir uns dieser Angst stellen, wenn wir der Angst frontal ins Gesicht schauen und genau das tun, wovor wir gerade versuchen wegzulaufen, was wir gerade versuchen zu vermeiden, wovor wir gerade Angst haben, weil in dem Moment, wo wir es tun, stellen wir fest, oh, ist vielleicht gar nicht so schlimm, ja. Wir machen es ein zweites Mal, ein drittes Mal und wir merken, okay, läuft immer besser, ja, dann machen wir es 10 Mal, 20 Mal, 100 Mal und irgendwann wissen wir, dass das, was die Stimme uns versucht zu erzählen, gar nicht der Realität entspricht und wir können das Ganze umsetzen und das ist halt das Entscheidende. Also, wie gesagt, verlass jeden Tag immer ein Stück weit mehr deine Komfortzone. Mach auch mal Dinge, die du sonst nicht tust, ja, einfach um festzustellen, dass gar nichts Schlimmes passiert, ja. Und dadurch wirst du auch ein Stück weit flexibler, zum Beispiel in der Akquise, weil du ganz andere Möglichkeiten hast, auf Menschen zuzugehen, ja. Grund Nummer 12, Erfolg oder Menschen, die scheitern, ja, hören auf Gerüchte anstelle sich Fakten zu besorgen. Und das kennst du bestimmt auch.
Vielleicht hast du, also ich habe schon oft Menschen etwas behaupten gehört, was nicht der Wahrheit entspricht. Und vielleicht ging dir das auch schon mal so, ja. Und wenn zum Beispiel jemand zu dir sagt, der Markt, in dem du tätig bist, der ist überlaufen, ja, dann kannst du das entweder glauben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Gedanke Unsicherheiten dir auslöst. Du kannst dir aber auch Fakten besorgen. Oder was du auch tun kannst, du kannst der Person, die diese Behauptung auch stellt, einfach mal die Frage stellen, ob das wirklich so ist. Ja? Du kannst dann einfach mal die Frage stellen, warum dann der Marktführer in dem Bereich immer noch jährliche Steigerungen von 20 oder 30 oder mehr Prozent erzielt, ja, wenn das denn dann der Fall ist in deinem Unternehmen. Oder stell doch einfach mal die Frage, was denn Überlaufen bedeutet und welche Zahlen der Person vorliegen, die das untermauern. Und dann kommt ja noch dazu, dass selbst wenn ein Markt überlaufen ist, es ja noch lange nicht heißt, dass alle Kunden richtig versorgt sind, ja, sondern dass du halt auf eine gute Art und Weise es schaffst, in dem Markt, in dem du, der angeblich so überlaufen ist, eine gute Rolle spielst, weil du deinen Kunden ja die Sache ja etwas anders anbietest, so dass die größere Vorteile dadurch haben, ja. Also das sind alles so Themen, ja. Oft, wenn du diese Frage stellst, kommen dann eigentlich nur Schweigen. Ja, wichtig, lange Rede, kurzer Sinn, besorg dir einfach die Fakten. Besorg dir Fakten über deinen Markt, besorg dir Fakten über dein Unternehmen, besorg dir Fakten über deine Produkte, am besten aus unabhängigen Quellen. Ja, und dann wirst du einfach merken, dass du niemals mehr anfällig sein wirst für solche Behauptungen. Ja, weil du weißt es einfach besser, weil du die Fakten kennst. Und Fakten sind an dieser Stelle einfach das Mittel zum Zweck, um sich gegen Fremdbehauptungen einfach zu schützen. Grund Nummer 13, übernehmen keine Selbstverantwortung. Ja, sie übernehmen keine Selbstverantwortung und verstehen halt einfach nicht, dass alles im Prinzip an ihnen und in ihnen liegt. Ja, sie suchen die Schuld beim Sponsor, bei der Firma, beim Markt, bei den Kunden, bei den Teampartnern. Die Sache ist einfach nur wenn es anderen halt gelingt, im gleichen Markt, im gleichen Unternehmen, mit den gleichen Produkten Erfolge zu erzielen und du nicht, dann musst du dir die Frage stellen, an wem das wohl liegt. Ja, und die Antwort ist hart, aber sie ist einfach die einzig wahre Antwort. Es liegt immer an einem selbst. Ja, und ich weiß, manchmal ist es einfach hart zu akzeptieren, ist aber die absolute Selbstverantwortung. Ja, aber, und es gibt ein Geheimnis, ja, welches dir, falls du jetzt vielleicht vor einer kleinen Herausforderung stehst, es gibt ein Geheimnis, welches dir bei allen Problemen in deinem MLM-Business helfen wird und mit dem du nahezu jedes Problem lösen kannst. Und wenn du es wissen willst, dann verrate ich es dir. Das heißt, oder die Lösung für dieses Problem oder das Geheimnis, das heißt einfach Aktion, ja. Wenn du zu wenig Geld verdienst, geh raus, egal ob online oder offline, veranstalte zum Beispiel ein Webinar oder eine Veranstaltung, sprich mit so vielen Leuten wie möglich und lad die dazu ein und du wirst früher oder später Einnahmen erzielen. Das ist Fakt, ja. Wenn du zu wenig Vertriebspartner hast, dann geh raus, egal online, offline, sprich mit neuen Menschen und zwar so vielen wie möglich und du wirst eben halt auch neue Partner finden. Und egal welches Problem du gerade hast, ja, lass mal gesundheitliche Probleme mal außen vor, dann kannst du die in der Regel mit massiver Aktion lösen. Ja, mit Massive Action kannst du nahezu jedes Problem lösen, weil du in Bewegung bist, neue Menschen kennenlernst und wer mit neuen Menschen zu tun hat, der wird auch immer die Möglichkeit haben, seine Geschichte zu erzählen und wer seine Geschichte erzählt, der wird auch immer wieder Anhänger finden. Ja, das gilt heute wie vor 10 Jahren, vor 20 Jahren oder noch länger. Ja, ganz, ganz wichtig. Und das hat was mit Selbstverantwortung zu tun. Ja, nicht zu sagen, okay, es läuft gerade schlecht, sondern Selbstverantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ich bringe es wieder zum Laufen. Ja. Grund Nummer 14, führen und verkaufen mit Druck, anstelle zu lernen, wie man Sogwirkung erzeugt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ist aber auch Thema für ein anderes Video. Diese Menschen, die haben einfach niemals gelernt, wie sie ihre Gespräche so führen können, dass Menschen von sich aus kaufen wollen oder dass Menschen von sich aus Interesse zeigen. Ja, und
Ja, und das ist halt eben eine Sache, die man lernen kann. Ja, wie schaffe ich es, ja, Menschen oder so eine Aufmerksamkeit zu bekommen, dass Menschen von sich aus mit mir arbeiten wollen? Wie kann ich mein Verkaufsgespräch so aufbauen, dass ich ja, dass ich möglichst viel Sog erzeuge, dass Menschen im Prinzip von alleine drauf kommen, dass das Produkt, was ich anzubieten habe, gut ist und es von sich aus kaufen wollen. Ja, wie kann ich auf Menschen so zugehen, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe, aber das auch so machen kann, dass die Mensch, dass ich Interesse, dass ich Neugierde bei den Menschen weg, so dass die automatisch mehr über mein Geschäft wissen wollen. Ja, und das, wie gesagt, kann man lernen und ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du in deinem Business erfolgreich sein möchtest. Grund Nummer 15, nehmen jedes Nein persönlich. Ja, und diese Menschen, die haben häufig ein sehr starkes Ego, ja, und reagieren halt auf jedes Nein, ja, ich sag mal, sehr emotional. Der Profi aber weiß, dass er zwar gerne den Kunden beziehungsweise den potenziellen Vertriebspartner gewinnen möchte, er weiß aber auch, dass er nicht auf ihn angewiesen ist. Und diese Balance, die musst du für dich hinkriegen, dass die Menschen spüren, hey, der ist gar nicht auf mich angewiesen, aber du musst trotzdem das Ziel haben, dass der Mensch halt auch merkt, dass du ihn gerne in seinem Unternehmen hättest, ja. Und es geht halt nur, wenn du für dich weißt, dass du in der Lage bist, dass du jeden Tag neue Menschen rekrutieren kannst, wenn du es willst, ja. Und ja, und dieses Wissen, ja, dass du das kannst, bringt enorm viel Gelassenheit in deine Gespräche und das merkt halt eben dein Gegenüber und du wirst viel attraktiver auf ihn wirken, wenn dem so ist, ja. Und wenn du da hinkommst, dass dir Nein oder die Meinung anderer Menschen nichts mehr ausmachen, dann ist das für mich der Begriff der ultimativen Freiheit und dann hast du die ultimative Freiheit erreicht, weil du dann immer nur noch das tun kannst, wo dir danach ist, ja, oder wo es dir einfach völlig egal wird, was andere Menschen jetzt über dich denken. Grund Nummer 16, also diese Menschen, die scheitern, die teilen ihre Informationen, so wie ihr Wissen nicht, ja. Und wenn du auf keinen Fall erfolgreich werden willst, ja, dann musst du dein Wissen und deine Informationen unbedingt für dich behalten. Wenn du aber im Umkehrschluss Erfolg haben möchtest, ja, in deinem MLM-Geschäft, ja, dann teile mit deinen Partnern dein Wissen. Das ist ganz wichtig. Gebe die Informationen weiter, die du vom Unternehmen oder deiner Upline bekommst und werde ein Meister darin, dein Wissen auf eine gute Art und Weise weiterzugeben, Menschen zu lehren und ja, den Menschen eben das Wissen in der richtigen Art und Weise weiterzugeben. Ja, sei mit deinem Wissen hier großzügig, denn der Erfolg deiner Partner ist dein Erfolg. Der nächste Punkt ist das Unterstützen ihrer Partner. Ja, Menschen, die scheitern, die tun das nicht, weil sie nicht wollen, dass sie besser sind. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Auch das durfte ich schon erleben, ja, dass ja eben dieses Phänomen ja auch auftritt. Und mal davon abgesehen, dass je nach Marketingplan zum Beispiel gar nicht möglich ist, dass dich ein Partner überholt, ja, so ist es doch ein Grund, der ja ein Stück weit schon nachvollziehbar ist, ne? Nur woher soll denn auf der anderen Seite das Wachstum in deinem Unternehmen kommen, wenn du so denkst, ja? Du sabotierst dich dadurch selbst. Und dieser Gedanke, der kommt halt meistens bei den Partnern vor, die entweder nur das kurzfristige Geld sehen und nicht die langfristige Perspektive, ein großes Business mit Tausenden von Vertriebspartnern aufzubauen, oder bei den Partnern, die selbst kaum aktiv sind und sich auch nicht zutrauen, aktiv zu werden oder schon ja von vornherein halt Zweifel an der Sache haben. Ja, Grund ist einfach der, da hat man mal nach langer Zeit dann einfach jemanden gesponsert. Dann will man natürlich nicht, dass diese Person schneller erfolgreich wird als man selbst. Mir ist dieses Denken fremd, aber den Gedankengang dahinter kann ich natürlich schon nachvollziehen. Ja, allerdings ist das das schlechteste Mindset, was du im Network Marketing haben kannst, weil du wirst auf Dauer umso mehr verdienen, je besser und erfolgreicher deine Partner sind. Und daran solltest du alles setzen.
Der nächste Punkt, geringes Selbstvertrauen. Und hier ist die häufigste Ursache für viele der hier aufgeführten Gründe überhaupt. Ja, also so quasi der Grund hinterm Grund. Wer selbst nicht an sich und seine Fähigkeiten glaubt, der kann halt einfach schwer ein Business aufbauen. Ist einfach so, ja. Wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es denn dann tun? Eine Person, die weiß, wo sie hin will und weiß, dass sie alles, was sie dazu auf dem Weg halt benötigt, erlernen kann, die ist in der Lage, in jeder Situation, ich sag mal, eine passende Antwort zu finden. Ist Selbstvertrauen etwas, was dann von heute auf morgen da ist? Natürlich nicht, aber wir können daran arbeiten, indem wir uns auch unsere Erfolge immer wieder bewusst machen und indem wir wissen, einfach, dass wir für uns auf dem richtigen Weg sind. Ja, egal in welcher Geschwindigkeit wir den Weg gehen. Der nächste Grund, sprechen über andere hinterm Rücken. Ja, auch das kommt vor, ja, dass meistens eben halt bei den Menschen, wo es nicht läuft, die reden dann halt über die Dinge, die nicht funktionieren, stecken dann vielleicht auch noch andere Kollegen an oder sind, treffen sich immer in so Problembesprechungsgruppen, wie ich es immer nenne, ja, lassen sich dort über Kollegen aus, über Probleme, was die Upline schlecht macht, was die Downline schlecht macht, was der Firmengründer schlecht macht, was im Unternehmen nicht gut läuft, bla 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 bla. Und du merkst schon, mit diesem Mindset kannst du nicht erfolgreich werden, weil wie willst du ja Begeisterung in anderen Menschen erwecken, wenn du dir tagtäglich erzählst, was alles schlecht läuft, ja? Und deswegen, falls du dich ertappst, dass du öfters mal auf Menschen triffst, die sowas tun, distanzier dich einfach da davon. Grund Nummer 20, Neid. Und Neid ist ein ganz, ganz, eine ganz, ganz schlechte Eigenschaft. Diese Menschen sind sehr häufig neidisch auf die Upline oder all diejenigen, die mehr verdienen oder bereits weiter sind. Die können sich nicht für die Menschen freuen. Ja? Das führt alles dazu, dass sie sich selbst komplett ausbremsen, keine Aktivitäten mehr bringen, so nach dem Motto, an mir verdient der nichts mehr oder an mir verdient die nichts mehr, ja, und glaub mir, ich habe da auch schon viele Menschen erleben und kennenlernen dürfen, jetzt nicht unbedingt in meiner Organisation, in meiner Downline, aber schon häufiger habe ich dieses Phänomen gesehen und auch mitbekommen und alle von den Menschen sind tolle Menschen, ja, keine Frage. Manche von ihnen hatten aber auch halt Probleme, so wie das hier, wie das Thema Neid, ja. Und das ist halt grundsätzlich, ja, ist eigentlich nicht schlimm, ja, wenn man die Kurve kriegt, ja, in dem Bereich. Manche von ihnen haben halt aufgehört, weil sie sich halt, wie gesagt, selbst dadurch kaputt gemacht haben. Und andere haben die Kurve gekriegt und verstanden, dass Neid und Missgunst ja zu nichts führt, außer dass sie dadurch ihr Leben selbst immer mehr und mehr zerstören und am wenigsten selbst vom Fleck kommen. Ne? Grund 21, nutzen die eigenen Produkte nicht. Und ist natürlich auch so ein Thema, was du sicherlich auch schon öfter gehört hast, man soll die eigenen Produkte nutzen, ja. Und wenn du halt die Produkte, die du vertreibst, nicht selbst nutzt, wo soll denn dann die Begeisterung entstehen, ja, wenn du keine Anwendungsergebnisse hast, wenn du keine, wenn du die Produkte eigentlich für dich nicht gebrauchen kannst? Ich möchte es aber ein bisschen relativieren, weil ich der Meinung bin, dass du nicht jedes Produkt selbst nutzen musst, um es gut verkaufen zu können. Ja, weil wenn du zum Beispiel jetzt ein Mittelchen vertreibst, was zum Beispiel Migräne beseitigt oder bei Migräne sehr stark die Schmerzen linderst, du jetzt aber selbst noch nie Migräne hattest, ja, dann wäre es jetzt eine schlechte Idee, sich Migräne anzueignen oder ein Medikament dafür anfangen einzunehmen. Ja, das wäre jetzt sicherlich nicht der richtige Weg. Auch dafür kann man eine Leidenschaft und eine Begeisterung entwickeln, weil man ja dann die Ergebnisse bei Kunden sieht. Ja, die meisten Produkte im Network Marketing sind aber jedoch Produkte, die ja nahezu jeder Mensch ja auch selbst gebrauchen kann. Und auch du, ja. Und deshalb solltest du selbst dein bester Kunde sein,
deine Produkte so oft es geht und nötig ist, selbst nutzen, weil du ja auch ein Vorbild für deine Partner sein musst. Ja, du bist Vorbild und deine Partner machen das, was du ihnen vorlebst und deren Partner machen das, was die ihnen wiederum vorleben. Und dann ist das eine Kettenreaktion. Und deswegen ist es so wichtig, dass du selbst dein bester Kunde und ja, Fan wirst. Der nächste Grund, sie geben bei den kleinsten Schwierigkeiten klein bei, ja, geben auf und lassen sich entmutigen. Grundsätzlich, Network Marketing ist ja eine selbstständige, eine unternehmerische Tätigkeit und in jeder selbstständigen Tätigkeit, aber auch ja, in jeder anderen Tätigkeit, auch als Angestellter, da läuft nicht immer alles glatt. Das ist einfach mal Fakt. Und vielleicht liefert jetzt deine Firma aktuell die Produkte zu spät aus, weil es Probleme mit den Zulieferern gibt oder das Unternehmen wächst so schnell, dass der Support aktuell nicht nachkommt. Ist das alles gut? Natürlich ist es nicht gut, ja, aber es ist halt dennoch aus meiner Sicht kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen und sich darüber zu beklagen, dass die Dinge gerade nicht so optimal laufen. Ja. Anstelle halt darüber zu philosophieren, was alles besser laufen könnte und ja, sich zu beklagen, könnte man aber auch die Frage stellen, wie man jetzt das Problem für seine Kunden am besten lösen kann oder wie man aus diesem Problem vielleicht sogar noch einen Vorteil machen kann. Ja? Bei Lieferschwierigkeiten kann man zum Beispiel seinen Kunden vorab mal ein kleines Präsent oder eine Testpackung zusenden. Auch hier wäre halt sinnvoll, wenn du von deinen Produkten so begeistert bist, dass du sie selbst auch ein Stück weit auf Vorrat hast. Ja, dann vielleicht eine nette Karte dazu schreiben, eine kurze Entschuldigung, ja, selbst wenn es nicht dein Fehler ist, ja, dich dafür zu entschuldigen, weil letzten Endes sind es deine, also sind es die Kunden, die du an das Partnerunternehmen vermittelst, du bist der Ansprechpartner und deine Kunden werden sich solche Dinge halt einfach merken, die werden einfach merken, ob du ein Kümmerer bist oder nicht. Wenn die merken, du kümmerst dich um sie, dann werden die früher oder später zu treuen Kunden werden, weil wer will nicht, dass man mit seinen Produkten und seinen Käufen gut aufgehoben ist, ja. Die merken einfach, du bist eine Persönlichkeit, die sich kümmert, ja, und dem die Angelegenheiten nicht egal sind. Profis nutzen diese Sache im Übrigen auch dazu, ja, zum Beispiel Empfehlungen zu organisieren, weil sie sich vorab, ja, mal wieder blicken lassen, vor Ort beim Kunden aufschlagen, persönlich mit denen über diese Situation sprechen, vielleicht eine Flasche Wein mitbringen, wie auch immer, und dann auch noch aktiv nach Empfehlungen fragen. Ja, also alles ist möglich, wenn man ja in Lösungen denkt. Grund Nummer 23, sie verstehen die Macht von Gewohnheiten nicht. Und Gewohnheiten ist ein super eine super starke Macht, wenn man so will, die über die jeder Mensch halt auch verfügt. Ja, Gewohnheit kann uns ein Traumleben ermöglichen. Sie kann uns aber auch das Leben, ich sag mal, zur Hölle machen. Und deshalb musst du dich hinterfragen. Du solltest dir einfach mal aufschreiben, welche Gewohnheiten du so tagtäglich ja hast und ob die tatsächlich dich dabei unterstützen, dass du dein Ziel erreichst oder ob die eher hinderlich bei dem Erreichen deiner Ziele sind. Wenn wir jetzt einfach mal im klassischen Beispiel Gewichtsreduktion bleiben und du willst 20 Kilo abnehmen, dann gibt es zum Beispiel gute Gewohnheiten, wie zum Beispiel täglich deine 10.000 Schritte gehen, 30, 40 Minuten joggen, mehr Obst und Gemüse essen statt Nudeln oder Fast Food, ja. Es gibt aber auch schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel häufig an den Kühlschrank gehen, gucken, ob er noch kühlt, ja. Schnell zwischendurch mal Fast Food konsumieren, unbewusst essen. Mal ein Gummibärchen da, mal ein Keks da, das Ganze einfach unbewusst, ja. Das wären zum Beispiel jetzt schlechte Gewohnheiten. So, und diese Gewohnheiten entscheiden einfach darüber, ob du schlank, gesund bist oder halt ja eben Gewichtsprobleme hast, ja. Im Network Marketing wären zum Beispiel gute Gewohnheiten, dass man täglich neue Kontakte macht, egal ob online oder offline, dass man halt Leads generiert, dass man zu Präsentationen und Veranstaltungen einlädt, dass man selbst zu Schulungen, Meetings und Präsentationen geht, die es auch gibt, immer nach Empfehlungen fragt, die Namensliste des Auftragsbuchs, Kontaktpotenzial ständig erweitert. Ja, also
Notiere dir einfach mal, was die Dinge sind, die in deinem Business Geld bringen, ja, die dich weiterbringen, die dir auf dem Weg zu deinem Traumleben nützlich sind. Und schreib mal dir auf, was dich daran hindert, was schlechte Gewohnheiten sind. Und Gewohnheiten sind, ja, ich sage immer, die Autobahn zu unseren Zielen oder halt eben die Endstation. Ja. Wenn du mal eine Gewohnheit installiert hast, dann fällt es dir viel schwerer, das nicht zu tun, als es zu tun. Das heißt, wenn du es mal schaffst, eine Gewohnheit zu installieren, bleiben wir mal in dem Beispiel Telefonakquise. Wenn du dir angewöhnt hast, jeden Tag, ich sag mal, eine Stunde Telefonakquise zu machen, dann ist das sicherlich eine gute Gewohnheit. Und die wird von Mal zu Mal, wo du sie tust, wird die besser, ja, und es wird dir leichter fallen. Die Gewohnheit wird also stärker, weil du wirst mehr Übung kriegen, es wird schneller gehen, du wirst in der gleichen Zeit mehr erreichen, wenn du es natürlich lang genug und kontinuierlich durchziehst. Und dann wird es halt eben einfach ja, schwerer sein, es nicht zu tun, ja, mal, als es zu tun. Beim Laufen, Joggen, überall das Gleiche, ja. Also wichtig ist, dass wir eine Gewohnheit installieren, und man sagt, man braucht so ungefähr 30 Tage, bis man eine neue Gewohnheit installiert hat. Das heißt, dass man 30 Tage ja, am Stück diese Gewohnheit quasi machen soll, und dann hast du die drin. Es ist jetzt aber völlig egal, ob es jetzt 20 oder 15 Tage dauert, ob es einen Monat oder 2 Monate dauert. Letzten Endes sollte das Ziel sein, dass du schnellstmöglich gute Gewohnheiten hast, die dich auf dem Weg zu deinem Ziel unterstützen. Dann ein weiterer Grund ist, dass sie einfach nicht glauben können, dass es auch einfach sein kann, ja, und sie haben vielleicht die Erfahrung gemacht, dass die Arbeit hart, dass sie schwer sein muss, ja, vielleicht sind sie auch so erzogen worden, und ja, für diese Menschen wirken halt Menschen, die, ich sag mal, relativ leicht Erfolg zu haben scheinen, eher so ein bisschen suspekt, ne? Wenn du aber weißt, dass es die Gewohnheiten sind, die uns quasi als Fahrzeug auf dem Weg zum Ziel helfen und uns unterstützen, dann kann man auch sehr gut verstehen, warum das bei manchen einfach so leicht aussieht, weil die haben halt einfach die notwendige Gewohnheit dazu, ja, es sich erarbeitet und in sich verankert. Ja? Die machen im Prinzip nichts anderes als du, aber die haben die Dinge halt schon viele hundert, wenn nicht sogar 1000 Mal halt einfach gemacht. Und deswegen, da trifft dann der Spruch, aller Anfang ist schwer, der stimmt da an der in der Situation. Aber wer da kontinuierlich dran bleibt, ja, für den wird es immer leichter und leichter werden. Und dann wird es auch für dich mal dann so aussehen, wie für denjenigen, der es 1000 oder 10.000 Mal schon gemacht hat. Grund Nummer 25, sie orientieren sich an der Masse. So, und das ist natürlich ein Thema. Gerade wenn man jetzt, ich sag mal, neu im Network Marketing ist und durchstarten möchte, ist man ja immer noch so ein Stück weit unsicher. Und aufgrund dieser Unsicherheit und dadurch, dass man sich halt in dem Bereich noch nicht so gut auskennt, orientiert man sich halt gerne da an dem, was alle anderen halt tun, ja. Da du jetzt ja aber weißt, dass so zwischen 70 und 95% der Menschen scheitern, ist es keine kluge Sache, sich eben halt an der Masse zu orientieren, ja. Du solltest da deswegen niemals das eigene Denken einstellen, ja, egal von wem der Ratschlag kommt oder von wem der Tipp kommt, ja. Ganz, ganz wichtig, orientier dich nicht an der Masse. Grund Nummer 26, sie sind nicht coachbar. Das ist so ein Grund, der ist mit Grund Nummer 25, mit dem, wo wir eben besprochen haben, scheint sich auf den ersten Blick ein Stück weit zu beißen, ist aber nicht so, ja. Weil diese Menschen, die nicht coachbar sind, die sind einfach das andere Extrem wie die Menschen, die auf alles und jeden hören, ja. Die fangen dann in der Materie an, von der sie noch keine Ahnung haben, wollen dann sich nicht richtig einarbeiten lassen, überspringen Punkte in der Ausbildung, weil sie ihnen zu läppisch, zu trivial erscheinen, und wissen in der Regel sowieso alles besser. Die haben dann auch keine Lust, quasi sich in die Themen einzuarbeiten, sich in die Produkte einzuarbeiten, wollen am liebsten, ohne etwas zu tun, dann möglichst viel Geld verdienen und vielleicht sogar reich werden. Die Sache bringt dann einfach zwei Probleme mit sich. Wenn du nicht coachbar bist, dann wird es einfach nicht funktionieren. Ja? Und das ist der zweite Punkt, das zweite Problem, dein Sponsor und deine Upline, die wird das merken.
Ja, und die wird merken, dass du die Ratschläge halt oder die Tipps einfach nicht annimmst. Und die wird halt dann irgendwann auch keine Lust mehr haben, dich weiter zu unterstützen. Warum soll das ja auch? Sie weiß ja, dass es nichts bringt, weil du weiterhin im Trüben fischen wirst. Ja, wenn du das Angeln lernen willst und jemand sagt zu dir, du musst diesen Köder verwenden, ja, und du machst aber einen anderen Köder dran, weil du der Meinung bist, der funktioniert besser, dann wird ein erfahrener Angler sagen, der weiß, dass der nicht funktioniert, der wird dann halt einfach sagen, okay, lass ihn machen. Dann sitzt du halt, was weiß ich, Stunden, Wochen, Tage, Monate am See, ohne einen Fisch zu fangen, ja, weil die Fische den Köder nicht wollen. So, und so ist es hier eben halt auch. Und deswegen solltest du auf jeden Fall coachbar sein und auch das annehmen, was erwiesenermaßen halt auch funktioniert. Grund Nummer 27, sie haben kein wirkliches System und schon gar kein System, welches ja, sich duplizieren lässt. Ne? Und das ist eben halt ein Thema, egal ob du ja, das Ganze online oder offline machst, du brauchst ein System, ja, mit dem du ja, tagtäglich Ergebnisse produzieren kannst. Manche, die wollen heute Facebook-Werbung schalten, morgen wollen sie Insta machen, dann wollen sie einen eigenen Blog machen, einen YouTube-Kanal. Sie fangen alles an, ziehen aber nichts richtig durch, sind immer auf der Suche nach dem ultimativen neuen Ding, ja. Letzten Endes, es gibt ganz wenige Punkte, die du beachten musst, ja. Also kurz, hier kleinen Crashkurs, zum Thema wirkliches System aufbauen, ja. Ein richtiges System aufbauen. Nutzt ein System, was ihr im Unternehmen schon habt, was funktioniert, oder bring's zum Funktionieren, ja, oder bring eins halt einfach zum Funktionieren. Such nicht nach Ausreden, ja, bring die Sache zum Laufen. Egal, was deine Upline, was deine Downline tut, ja, du bist für deine Zahlen verantwortlich. So, und was muss dieses System jetzt einfach beinhalten? Erstens, du brauchst einen Weg, um Leads und Anfragen zu generieren. Du brauchst eine Quelle, ja, die dich mit neuen Interessenten versorgt. Das heißt, du musst also wissen, wo gehst du jeden Tag hin, um neue Interessenten zu generieren. Dann zweitens, du brauchst ein Gespräch, um neue Kontakte und Leads dann quasi auch generieren zu können. Also wie sprichst du die Menschen richtig an, ja? Drittens, du brauchst ein funktionierendes Verkaufsgespräch, um aus den Leads, also aus den Interessenten, dann Kunden und Vertriebspartner machen zu können. Und dann noch der vierte Punkt, wenn dies passiert ist, ja, egal ob jetzt jemand Kunde wird oder nicht, ja, oder wenn jemand Vertriebspartner wird oder nicht, du brauchst für beide Situationen ein Follow-up-System. Ja, du brauchst ein Follow-up-System für bestehende Kunden, dass du regelmäßig in Kontakt bleibst, dass du neue Angebote kreieren kannst. Du brauchst aber auch ein Follow-up-System für Menschen, die jetzt aktuell Nein zu deinem Business sagen, weil jeder, der heute Nein sagt, kann zu einem späteren Zeitpunkt Ja sagen. Und nur wer nachfasst, der wird auf Dauer erfolgreich sein. Da spielt es keine Rolle, ob du offline oder online arbeitest. Die Punkte musst du meistern und alles andere einfach weglassen. Ja? Und bring dann dein Baby einfach zum Laufen. Grund Nummer 28, sie glauben, dass man Geld braucht, um Geld zu machen und dass man ein riesiges Netzwerk haben muss. Und das ist halt ein Irrtum, ja, das stimmt nicht, ja. Das sind einfach nur Gründe, nach denen, ich sag mal, erfolglose Menschen oder die Menschen, die halt dann scheitern, Ausschau halten, um ihr Tun bzw. ihr Nichtstun dann halt einfach rechtfertigen zu können, vor sich selber, aber halt auch vor anderen Menschen, ja. Erfolgreiche Menschen wissen hingegen, dass man ja nichts benötigt, um was Erfolgreiches aufzubauen, außer sich selbst, dann den Willen halt, die Sache zum Laufen zu bringen und dann halt Durchhaltevermögen, ja. Die wissen dann halt, dass sie aktiv werden, dass sie aktiv bleiben müssen. Sie stellen sich bessere Fragen, statt ja zu fragen und zu erklären, warum es nicht geht, fragen sie sich, wie es besser geht. Sie denken da in Möglichkeiten, also in Lösungen und nicht in Mangel und Problemen. Ja? Und zum Thema Netzwerk, du musst keine tausenden Menschen kennen. Ja? Das Einzige, was du aber musst, ja, du musst halt einfach in der Lage sein, aktiv Menschen kennenzulernen.
Oder halt eben, wenn du nicht aktiv auf Menschen zugehen möchtest, dann musst du halt eben so sichtbar werden, ja, und in die Sichtbarkeit gehen. Und zwar auf eine Art und Weise, so dass Menschen auf dich aufmerksam werden und ja, und eben dann halt auf dich zukommen. Und ich habe von den letzten rund 200 Erstlinien, die ich ja in den letzten Jahren sponsern konnte, fast keinen gekannt. Vielleicht waren es 4 oder 5, 3 oder 4 so um die Ecke. Alle anderen waren zunächst mal ja, mir fremde und mir unbekannte Personen. Also, dass man ein Netzwerk haben muss, wenn man eins hat, schadet es nicht, ja, aber man muss es nicht haben, um erfolgreich werden zu können. Beurteilen und verurteilen ist auch immer wieder so ein Punkt, an dem, wo du halt unheimlich darauf achten musst, dass du dem halt nicht zum Opfer fällst, ja. Menschen, die scheitern, die beurteilen oder verurteilen häufig alles und jeden so nach ihren eigenen Maßstäben, was sie halt für richtig halten, ja. Ob das dann tatsächlich richtig ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie denken halt darüber nach, wer für das Geschäft in Frage kommt, zum Beispiel, wenn nicht, die sieben halt sofort aus, ja. Und anstelle einfach halt, ich sag mal, jeden Menschen, ja, die Sache einfach selbst entscheiden zu lassen. Network Marketing ist ein Sortiergeschäft. Ja, das hast du bestimmt schon gehört. Das heißt, wir geben Menschen eine Chance, unterstützen sie und schauen dann, ob es eine starke Linie wird in unserem Geschäft oder ob die Person eben halt eine starke Rolle im Team spielen will oder halt eben nicht. Falls nicht, wir können niemanden zum Jagen tragen, dann suchen wir weiter. Und zwar so lange, bis wir eben unser Traumleben führen können. Das heißt, wir müssen halt die Sache ein Stück weit völlig wertfrei sehen und das Ganze so ein Stück weit wertfrei angehen. Wir müssen einfach das als das sehen, was es ist. Ja, einfach unsere tägliche Arbeit. Ein einfacher Vorgang. Ja, und das ist einfach so. Ja, es ist ein Vorgang. Wir können niemanden zwingen, erfolgreich zu werden. Wir können auch niemanden zum Jagen tragen. Jeder entscheidet selbst. Und ein Bäcker würde niemals zu seiner Arbeit gehen und dann zu sich sagen, oh Mann, ich muss schon wieder Brötchen backen. Wenn er das machen würde, wäre er definitiv im falschen Geschäft. Und einer meiner Mentoren sagt immer so schön, es gibt Menschen, die wollen, es gibt Menschen, die wollen nicht, es gibt Menschen, die können und es gibt Menschen, die können nicht, es gibt Macher und es gibt Unterlasser. Und von den Menschen, wo du glaubst, die können nicht. Und von den Menschen, wo du glaubst, die können nicht, die können. Und von denen, wo du glaubst, die wollen nicht. Von denen, wo du glaubst, die wollen nicht, die wollen. Und von denen, wo du glaubst, das sind die richtigen Macher, die machen auf einmal nichts. Und von den Menschen, wo du glaubst, die machen nichts, die machen. Und da ist was Wahres dran. Und das deckt sich voll und ganz mit meinen Erfahrungen. Die Sache ist nur die, bei keinem Menschen klebt jetzt zum Beispiel ein Schild auf der Stirn, wo drauf steht Macher. Ja? Natürlich mit zunehmender Erfahrung und die Menschenkenntnis wächst ja auch, kann man das schon immer so ein Stück weit erahnen und herausfiltern, das geht dann schon. Aber letzten Endes müssen wir einfach so lange weitermachen, bis wir die Menschen gefunden haben, die halt sich als Macher durch ihre Taten rauskristallisieren. Und so lange müssen wir halt einfach jedem Menschen, der wirklich möchte, eine Chance geben. Ja, wir müssen jeden gleich einarbeiten und wir müssen jeden gleich ausbilden. Und hier ist es dann eben halt auch wichtig, dass du ein System dafür hast, wie du diese Menschen ausbildest, weil es macht nämlich aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, dass 70 bis 95% der Menschen scheitern, macht es keinen Sinn, ja, jeden einzeln auszubilden und jedem einzeln alles neu zu erklären. Das macht einfach keinen Sinn, ja, weil es hindert dich daran, Schlagzahl zu betreiben, ja. Was wir aber trotzdem machen müssen, wir müssen trotzdem jedem die gleiche Info geben, wir müssen jeden, ich sag mal, gleich einarbeiten nach einem standardisierten Prozess und dann kristallisiert sich raus, wer ist ein Macher und wer nicht, ja, weil wenn jemand alles Wissen hat, ja, wenn jemand weiß, was als nächstes zu tun ist und er setzt es nicht um, dann ist es halt kein Macher, ja, dann ist es halt ein Unterlasser, ja, oder ein Wissensriese, Umsetzungszwerg. So, und hört sich böse an, so ist es halt aber einfach, ja. Und der letzte Grund, warum die Menschen scheitern, ist ja ein sehr, sehr wichtiger, weil ohne den
wird es nicht funktionieren. Sie verstehen das Gesetz der großen Zahl nicht. Ja? Und wie bereits erläutert, müssen wir ja einfach halt die Sache, ich sag mal, ein Stück weit nüchterner betrachten. Und deswegen ist auch wichtig, dass du halt deine Zahlen im Blick hast, weil jeder im Network Marketing hat seine eigene Quote aufgrund seiner Fähigkeiten, seiner Kenntnisse, seiner Persönlichkeit, zu der er geworden ist, ja. Und je nach Quote braucht halt der eine mehr und der andere weniger Versuche, um einen Kunden oder einen Vertriebspartner zu gewinnen. Und jede Quote, die lässt sich ja aber auch verbessern, ja. Und am Anfang solltest du, wenn du jetzt noch keine Erfahrungswerte hast oder von deiner Upline keine Zahlen da sind, wo die du zugrunde legen kannst, empfehle ich immer das Pareto-Prinzip anzuwenden, also die 80-20-Regel, weil ja die relativ ja häufig halt einfach auch vorkommt. Ja, das Pareto-Prinzip besagt zum Beispiel halt nichts anderes, dass wir mit 20% unserer Kunden ca. 80% des Umsatzes machen, dass wir mit 20% unseres Aufwandes 80% der Ergebnisse erreichen. Und diese Quote, die lässt sich auch wieder lässt sich halt auch in unserer Quote dann wiederfinden, ja. Und das Gesetz der großen Zahl dazu sagt aus, dass wir, wenn wir eine ausreichende große Anzahl an zum Beispiel Kunden anrufen oder sowas tätigen, ja, dann werden wir auch eine gewisse Anzahl an Kunden gewinnen. Und je größer die Zahl der Kundenanrufe jetzt in diesem Bereich ist, desto leichter lässt sich dann eine Gesetzmäßigkeit ableiten und desto fester ist halt auch die Quote, ja, an der wir uns dann orientieren können. Bei manchen ist es dann zum Beispiel nicht 80-20, sondern 70-30 oder halt, was weiß ich, 90-10, ja. Gib dir aber trotzdem gerne mal ein Beispiel und mit den Zahlen kannst du dann quasi für dich einfach mal von Beginn an rechnen. Solltest dir aber dann trotzdem ein Whiteboard anlegen, ein Flipchart oder ein Notizbuch und jeden Abend aufschreiben, wie viele Leads bzw. Anfragen hast du generiert, wie viele Anrufe hast du getätigt, wie viele Kunden gewonnen, wie viele Vertriebspartner hast du gewonnen, ja? So, und dann kannst du daraus im Prinzip sehr gut errechnen, was du tun musst, um deine Ziele dann auch zu erreichen. Jetzt gebe ich dir einfach mal ein Beispiel. Mal angenommen, wir sind jetzt hier zum Beispiel bei der 80-20-Geschichte. Du kontaktierst 1000 Menschen. 200 von denen hören sich jetzt genauer an, was du zu sagen hast. Ja, von diesen 200 Menschen werden dann, ja, was weiß ich, 40 bei dir beginnen, also wiederum 20%, ja, von diesen Menschen. Und von diesen 40 Menschen werden dann wiederum circa 8 aktive Partner, werden die das Geschäft halt ernsthaft betreiben. Ja, also immer wieder 20% davon. So, das heißt also, von 1000 Menschen, die du kontaktierst, werden halt 40 Personen starten und 8 werden dann halt richtig aktiv werden. Ja, das heißt, du hast halt 40 Menschen in deinem Team und davon 8 Leute, die halt richtig gut Gas geben. Ja, so, das heißt, wenn du 80 aktive Partner haben möchtest, dann musst du jetzt in dem Fall das Zehnfache machen, nämlich 10.000 Menschen kontaktieren. Egal auf welchem Wege, ob online oder offline, allein oder mit Team. Ja, so, und jetzt hast du dir ein Ziel gesetzt und mal angenommen, du möchtest eben halt diese 10.000 Menschen kontaktieren und das möchtest du in den nächsten 5 Jahren erreichen. So, und jetzt stellt sich ja die Frage, was musst du jetzt da tagtäglich dafür tun? Ja, zunächst mal, wenn du diese 10.000 Menschen, also 365 Tage mal 5 Jahre, sind dann 1825 Tage, und wenn du diese 10.000 Menschen durch die 1825 Tage teilst, dann kommen 5,479 Menschen pro Tag raus, die du kontaktieren musst. Da es jetzt keine 5,479 Menschen gibt, runden wir das Ganze auf. Das heißt, 6 Menschen täglich kontaktieren. Und nach 5 Jahren hast du dann bei der Quote 80-20, ja, wenn es bei dir 90-10 ist oder 70-30 oder wie auch immer, musst du es dann halt anpassen, hast du ca. 400 Teampartner in deiner Downline und davon 80 Teampartner, die halt die dann halt gut aktiv sind. Ne? So, und jetzt liegt es halt an dir, das Ganze umzusetzen. So, und im nächsten Video möchte ich dir dann zeigen, wie du dich so motivieren kannst, dass du dranbleibst, dass du zu den Gewinnern gehörst. Möchte dir noch ein paar Punkte mit auf den Weg geben, dass du auf jeden Fall
ja, in Zukunft dein Network-Marketing-Geschäft auf die richtige Art und Weise aufbaust. In diesem Sinne wünsche ich dir ja jetzt viel Erfolg bei dem Umsetzen, bei der Nacharbeitung und dann sehen und hören wir uns ja im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.